EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder eher zu einem alten Let's Play, was einfach nochmal neu gezockt wird. Ja, FIFA 2004. Ich hatte es in den letzten Let's Plays angekündigt, also in Minecraft. Und ja, es ist lange her. Ich glaube schon über zwei oder sind schon über drei Jahre. Ich weiß es gar nicht. Ich meine so zweieinhalb, mehr als, ja, so um die zweieinhalb Jahre ist es her, dass ich FIFA 2004 auf meinem Kanal Let's Played habe. Dann kam dieser ganze Neustart. Alle alten Videos wurden gelöscht, darunter auch FIFA 14. FIFA 2004, wie so, warum sage ich FIFA 14? Egal. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt in der Zeit, wo FIFA 14 rausgekommen ist, Let's Plays du FIFA 2004. Ja, allerdings mit einem anderen Team als damals. So, wir fangen einen neuen Karrieremodus an. Ja. Aktuelle Aufstellung nehmen wir. Ja. Warte. Benutzername dürfte bekannt sein. Zack, zack. Hallo? Och, jetzt muss ich hier ernsthaft. Ah, Mann. Ich bin hier nämlich eigentlich mit Gamepad am Zocken. Gleich vorweg, das wird kein Skill-Let's Play. Ich möchte einfach so gepflegt eine Runde zocken. Also ich zocke nicht auf schwer. Ja, euch das Spiel ein bisschen zeigen. So zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels. Oh, was ist denn heute los? Da fangen wir jetzt auch in der ersten Liga an und ja, ich habe ja insgesamt schon mit Gladbach ein Let's Play gemacht, mit Bremen ein Let's Play gemacht, mit Schalke habe ich ein Let's Play gemacht und ja, jetzt kommen die Zecken. Ja, ich habe mich dazu entschieden, mit Dortmund dieses Let's Play zu machen. Warum? Damit ich es ja endlich auch mal gemacht, also damit ich es ja auch mal benutzt habe sozusagen, also damit ich es ja auch mal halt in einem Let's Play verarbeitet habe. Die Bayern hebe ich mir noch auf, weil, wie jeder weiß, bin ich ein Bayern-Anhänger. Ich sage extra Anhänger, weil sobald man sagt, ich bin Bayern-Fan, werden die Leute wieder so aggressiv, ne? Versteht er. Und deswegen, ich nehme die Borussen aus Dortmund einfach, einfach darum halt, ne? Meine Güte, da wollten irgendwie einen Frosch im Hals. So, Glückwunsch, du hast einen Vertrag über ein Jahr. Dortmund, hä? Achso, du hast einen Vertrag über ein Jahr. Dortmund, Deutschland, erste Bundesliga. Unsere Vertragsziele, gewinne mindestens 19 Spiele, kriegen wir 800 Punkte. Lass weniger als 55 Tore zu, wieder 800 Punkte. Wir brauchen 1000 Punkte, um den Vertrag zu erfüllen. 8 aufeinanderfolgende Siege in der Liga, wenigsten Niederlagen insgesamt. Das sollte eigentlich möglich sein. So, hier ist der hier Übersicht, wöchentliches Training, interessiert mich gar nicht. Ich würde am liebsten sofort zocken, aber erst einmal wird in das Teammanagement geguckt. So, wir haben Weidenfeller, Reuter, Werns, Metzelda, Dede, Rosicky, Flavio, Frings, Everton, Koller und Amoroso. Aber wir haben auch den Lars Ricken und den holen wir uns auch nach oben. Ist rechter Mittelfeldspieler und da tue ich einen von mir ungeliebten Spieler raus und zwar den Thorsten Frings. Ich weiß, es ist nicht die richtige Position, aber egal. So. Und ich würde sagen, oh Mann, ich bin heute am Husten wie sonst was, egal. Wir sehen uns sofort wieder, wenn wir im Spiel sind. Ich muss nämlich immer so einen kleinen Cut zwischendurch machen, weil sonst das Spiel abschmiert, weil die Auflösung sich ändert. Bis gleich. Und da sind wir auch schon beim ersten Spieltag. Die Hertha aus Berlin empfängt uns im Berliner Olympiastadion. Ja. Gleich vorweg, warum ihr euch wundert, oder falls ihr euch wundert, warum keine Musik im Menü ist. Die musste ich ausstellen, weil ich sonst einige Treffer bekommen hätte. Okay, ich muss einmal kurz die Steuerung noch wieder lernen. So. Okay. Wie gesagt, erstmal ist hier wieder hauptsächlich Steuerung lernen hier am ersten Spieltag angesagt. Okay, das war Flanke. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Okay. So.
Alter, da lässt er den echt durchlaufen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Physik in diesem Spiel gibt. Oh, und der war schlecht. Wow. Ich möchte mich gleich schon vorweg für eventuelle Ausraster entschuldigen, die bei FIFA bei mir ja gerne mal vorkommen. Sauber. So, auf Cola, komm. Auf Cola, Cola, wie man's möchte. Foul! Ah! Da wurde unser Pokémon gefoult. Amoroso. Okay, der Wortwitz war schlecht, aber das ist mir egal. Ich glaube, der ist jetzt direkt genommen. Ja. Ich kann überhaupt keine Freistöße schießen, aber was kann ich schon beim Fußball? Okay, komm. Okay. Nach vorne. Fuck, warum passt er denn nach vorne? Es geht doch nicht. Sauber. Fuhuhuhuhu. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, sauber. Zur Ecke abgefälscht. Ich hoffe, es laggt nicht zwischendurch. Wenn doch, das werde ich mir nachher angucken, werde ich wieder auf Fraps umsteigen. Ich bin aktuell mit DX Story am Aufnehmen, weil ich dann halt den Ingame-Sound besser abstimmen kann. Weiß. So. Nein, 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 nein. Okay, den hat der gute Weidenfeller. So. Zack, zack. Zack. Komm. Pfui. Ich bin mir noch gar nicht sicher, was die Schusstaste ist. Deswegen müssen wir unbedingt mal zum... Ja. Alles ist noch ein bisschen mau. Achso, ich verstehe die ganze Zeit Werder. Aber... Die sind ja auch am Hertha-Schreien. Okay, da habe ich die Schusstaste verwechselt. Sonst wäre das eine sehr gute Gelegenheit gewesen. Und natürlich geht der auch wieder dann. Das ist auch ein Gepöle hier. Jo. Foul. Danke. Nur wie gesagt, mit den Freistößen kann ich nicht viel anfangen. Gucken, bei wem der ankommt. Oh, der kommt sogar an. Wo zur Hölle ist der Schussknopf? Erste Halbzeit gleich vorbei. Immer noch 0-0. Und demnach sieht es auch zum Halbzeitstand bald so aus, aber... Ja. Jo, erste Halbzeit, immer noch torlos. Ja, was will man machen? Ist auch so eine Findungsphase. Solange es erstmal nur das erste Spiel ist, bin ich damit auch noch ganz zufrieden. Gibt es ja eigentlich sowas wie Ausdauer? Also... Spülung ist auswärts, falls ihr es nicht gesehen habt, aber ich habe es ja, meine ich, auch gesagt. Soll ich den Kehl mal reinnehmen? Aber der ist ja auch noch gut, hat ne 78 da, dann ne. Ja, komm. Was soll er großartig falsch machen? Hier spielt der rechter Verteidiger. Wir haben gar keinen ZDM. Würde ich sagen, tun wir den Ricken raus. Ja. Versuch war es mal wert. Ich glaube, sowas wie den Pass in den Lauf, den gibt es ja auch noch gar nicht.
Womit ich ja eigentlich bei den neueren FIFA-Teilen immer gerne gearbeitet habe, aber naja. Auch hier werden wir uns irgendwann dran gewöhnt haben. Damals habe ich mich auch sehr, ja, was heißt schnell an die Steuerung gewöhnt. In einer Zeit hatte ich die Steuerung auf jeden Fall drinne. Und wir haben ja immerhin 34 Spieltage Zeit. Internationalen Wettbewerb gibt es hier in der ersten Saison noch nicht. Ich glaube, bei FIFA 2003 konnte man den einstellen. Und da kann ich euch schon mal so einen kleinen Hinweis geben. Oder schon mal so vorwarnen, eher gesagt. Dass ich mir überlege, nach FIFA 2004 einfach mal FIFA 2003 noch hinterher zu legen. Je nachdem, wie Lust dann vorhanden ist. Weil ihr kennt mich, ne? Wenn es nicht so läuft, dann ist die Laune erstmal verflogen, aber... Ich bin dieser automatischen Zielsuche gewohnt. Oh, oh, oh. Da hat er mich vom Ball getrennt. Kommentatoren habe ich übrigens auch ausgestellt. Werdet ihr schon gehört haben. Oder in dem Sinne nicht. Boah, war der flach. Ey, wisst ihr, was traurig ist? Ich habe, glaube ich, bis jetzt noch nicht einen einzigen Torschuss hinbekommen. Naja. Wenigstens ging der in Richtung Tor. Wir kommen eigentlich auch relativ weit. Also ich sehe jetzt keine große Gefahr von Hertha ausgehen. Aber ich krieg's vorne irgendwie nicht geschissen. Aber selbst ein Unentschieden wäre kein Beinbruch. Immerhin ein Punkt. Wie sie das Hurensöhne in den Fangesängen rauseditiert haben. Naja. Und regt euch jetzt nicht auf, dass ich kein Let's Play zu FIFA 14 mache, nur weil ich jetzt, weil ich habe ja die letzten Jahre eigentlich immer ein FIFA Let's Play gemacht, aber dieses Jahr halt erstmal nicht. So. Ah. Wenigstens schon mal der erste Torschuss, der erste richtige, der auch zum Torhüter kam. So, komm. Danke. Sauber! Amoroso! Aus was für einem Winkel? Ah! Da freut man sich doch. Ich würde schon bald sagen, das war auch schon der erste Sieg sofort. Aber wir wollen den Tag nicht vorm Abend loben. Zack, super. Mua. Schön, schön, schön. Freut mich. Wie gesagt, ich bin zwar kein Dortmund-Fan, aber man kann sich auch freuen. Also, man muss das Ganze auch, finde ich, ein bisschen objektiver sehen. Diese wütende Fanmaske, die finde ich nicht so schön. Wow. Ah. Da berstet er ihn um. Zack, ah, du ekelhafter. Du ekelhafter Wesen, du Fliegenpilz, du. Das war komisch. Ey, super. Everton, 83. und das war's. Kann ich euch schon mal so sagen, ich werde viel versuchen aus der Ferne abzuziehen. Weil, oder halt außerhalb des Strafraums, weil ihr seht, das klappt eigentlich ganz gut. Aber egal. Wie gesagt, es wird kein Skill-Let's Play werden. Ich habe auch nicht den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, ich habe Halbprofi oder so. Wie immer halt. Und es läuft halt. Freddy Bobic noch als Spieler. Haha. Interessant, interessant. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr hier keine großen Skill-Paraden erwarten braucht. Einfach so, just for fun. Wer es sich angucken will... Die Borussia-Fans gucken sich's vielleicht an. Ist so die kleine Entschädigung auch dafür, dass ich Schalke im Fußballmanager gezockt habe. Habe ich auch noch ein paar ältere, die ich vielleicht zocken möchte. Naja. Spiele habe ich genug, auch was das Fußballgenre angeht. Auch genug ältere, die ich jetzt erstmal nachziehe. Fuck. Da wollte ich nochmal zum Abzug kommen. Aber, ja, das erste Spiel endet. Wir siegen mit 2:0 in Berlin. Spieler des Tages ist Amoroso, der natürlich sehr detailliert aussieht. Ja. Hat mir gut gefallen. War ein schönes Spiel. Ich würde sagen,
Wir sehen uns auch gleich erst in der nochmal in dem Karrieremenü wieder, weil das Spiel halt wieder switcht und ich habe keinen Bock, dass die Aufnahme abschmiert. Bis gleich. Halt, wartet. Nee, wir gucken jetzt erst die Spielinfo an. Das möchte ich sofort mit drinne haben. So, wir haben 2 Tore erzielt. 4 Schüsse aufs Tor. Die Hertha hat ein. Nee, 4 Schüsse. Mann. 2 Schüsse aufs Tor davon. Beide drinne. 2 Kämpfe haben wir 21 gewonnen. Fouls hat Hertha die Nase vorn mit 3. Ballbesitz hatte Hertha mehr. Pässe haben sie auch besser gespielt. Ja, aber wir haben mehr rausgemacht. So, wir sehen uns sofort wieder im Karrieremenü. Bis gleich. So, und da bin ich nochmal wieder im Karrieremenü. So, ja. Das war es eigentlich schon mit der ersten Folge. Wir gucken mal eben kurz, bevor ich speichere, in die Statistikzentrale, damit ihr seht, wie das hier alles aufgebaut ist. Hier haben wir die ganz normale Tabelle. Vorne, ach, relativ unrealistisch, der erste FC Köln auf dem ersten. Naja, komm, wir wollen nicht über die anderen Vereine herziehen. Darunter Bremen, Schalke, Bayern, Hannover, Dortmund. Das war ja auch erst der erste Spieltag. Seht ihr, die anderen haben schon den zweiten hinter sich. Das geht hier alles relativ flott. Gibt auch noch nicht, ich glaube, Transfers gibt es auch noch nicht. Also, ne? Wird das hier ein sehr schnelles Projekt. Ich schätze mal 34 Folgen und dann war es das. Ein Spiel pro Folge. Das übliche Spiel halt. Was haben wir noch? Den Spielplan. Auch nett aufgestellt. Hier sehen wir, wie es die nächsten Spiele weitergeht. Hier haben wir unseren ersten Sieg gegen Hertha eingefahren. Als nächstes gegen Leverkusen. Oder als nächstes nach Leverkusen. Dann zu Hause gegen Schalke. Gegen Gladbach. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier falsch einge... Ja, ich war gerade schon wieder falsch geblättert. Danach geht's ab nach Kölle. Dann empfangen wir Kaiserslautern, dann empfangen wir Hannover. Dann haben wir Hamburg. Ah ja, ich will jetzt euch den ganzen Spielplan der Saison vorlesen. Ne, ihr werdet sehen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zugucken, hoffe, euch gefällt das Projekt. Wenn nicht, ist es halt so. Und wenn doch, dann sehen wir uns dann halt in der nächsten Folge von Let's Play FIFA 2004. Tschüss! Und nicht wundern, ich nehme vorab auf, heißt, ne, ich kann nicht so schnell auf Kommentare eingehen. Bis denn, ne, tschüss!